Gut, ich habe nochmal einen Kill gemacht. Sehr schön. Oh, da Recon kommt von oben. Der hat, glaube ich, einen Core dabei. Hat er? Ja. Das Blöde ist bloß, wir sind gerade zwei Tanks, die auf ihn losgehen. Ja, mein auch nichts. Aber dann halt auch den Flammenwerfer, das finde ich ja cool. Jo, der Flammenwerfer ist schon nice. Hier unten, der hat auch einen Core. Bei dem Sichtfeld-Dingens. Okay. Ja, dann schicken wir doch mal hier unsere Leute hin. Achso, ja, hier unser Tank bleibt dumm rumstehen. Geilo. Wir leveln kaum, fällt mir gerade auf. Ja, stimmt schon. Wir irgendwie killen eigentlich nur Gegner, wenn überhaupt. Das ist eher unpraktisch, ja? Ja. Das ist mal mehr gegen, weil Squad Level haben die schon 10. Das heißt, eigentlich müssen wir mal hier gegen. Ach du, reparier deine. Ganz schön auf die. Yep. Ich werde ganz schön auf den Deck und jetzt bin ich tot, glaube ich. Warte. Genau, ich habe mal kurz meine dazwischen geschoben. Dankeschön. Kein Ding. Von dir. So, und ich schau mal, dass ich jetzt hier. Wir holen uns mal den Core hier unten. Okay, ich bin wieder fit. Gut, hier direkt mal auf den Alpha drauf. Endlich ein Level Up, ey. Der hat jetzt auch alle Stacks, ey. Sehr gut. Wollen wir mal den Boss direkt gerade machen? Bevor du die Cores wegbringst. Okay. Mein Zweier muss ich mal kurz reparieren. Hier ist. Doch, hier ist er. Oh, direkt nochmal Level Up. Oh, Gott. Autsch. Okay. Damage Boost, der gilt dann auch für uns, für dich und mich, oder? Yep, ja, ich glaube schon. Ja, stimmt, ich sehe es gerade bei dir. So, und nochmal ein Level Up, ey. Das ist das gut gewesen. Jetzt kann ich auch langsam mal ein paar Fähigkeiten. Oh, da kommt einer. Da kommt einer von der KI mit. Mit einem, mit. Okay, da kommen gerade ein paar Leute mit. Ich komme von oben rein. Ich hau gerade meine Mods, zieh mal meine zurück. Und schau noch, dass mein Warhead kurz noch den Core droppt. Ah, shit. Zieh dich zurück, Warhead, zieh dich zurück. Vielen Dank. Gut. Back at the stick and ready. You're just too slow. This core is mine. Ready. Bringen wir mal alle Fähigkeiten rein. Langsam kriege ich das so ein bisschen raus, wie das funktioniert. Anyone want this? Da ist auch noch mal einer. Und Servus Marlene, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Sorry, dass ich gerade so fokussiert bin. Hallo Marlene. Oh, genau, warte mal. Hier, da hat noch ein Tick, Dix dabei. Stimmt, du trägst ja auch noch einen Core rum, ne? Yep. Dann Tank, du gehst mal bitte zurück in die Base. So, unbedingt ein Healer.
Ah, brauchen wir sowas gar nicht so sehr. Ich werde angegriffen an dem... Okay. Ich schick mal einen von meinen Dings zurück. So. Ich lock mal noch einen, Na, willst du weglaufen? Das gibt's aber nicht hier. Ich bin viel zu langsam. Ja. Der Tank ist viel zu langsam. Ich schicke auch mal kurz meine zur Reparatur. Und danach sollten wir uns wieder um Kors kümmern, damit unser Level nochmal hören können. Das Blöde ist bloß, die bringen jetzt auch gleich einen Kors rein. Ja, die bringen jetzt zwei Kors weg. Warte mal, wir haben die Total Vision gar nicht bekommen. Mhm. Sowas. Warum das denn? Dann versuchen wir das. Ich versuche das jetzt nochmal. Oh, bist du gerade gestorben? Ja, weil ich schon wieder nicht micromanagen kann. Ah, crap. Nein. Dang it. Nein. Lauf. Ah, das ist total nervig mit QWE und dann 1, 2, 3. Das ist so, ich verwechsel immer die Reihen und dann wechsle ich auf einmal den Charakter, obwohl ich eigentlich was ganz anderes machen will. Ah, was ist passiert? So. Sie laden gerade wieder hoch. Ja, jetzt bin ich wieder voll da. Ich gehe aber jetzt erstmal runter und töte hier die Alphas und das dann ist nochmal ein bisschen Level. Ja. Hast du mit oder? Ich würde gleich mitkommen, wenn ich hier mal kurz meine. Wenn ich die Total Vision genommen habe. Wir brauchen nur noch eins. Unten rechts brauchen wir nur noch dieses eine. Dann haben wir die Total Vision. Das sind dann nochmal zwei Punkte, die wir gerade bräuchten. Ich habe doch meinem Recon eigentlich gesagt, dass er zu dir gehen soll. Sowas. Gut, jetzt haben wir es bekommen. Ich komme jetzt gleich auch nochmal zu dir dann hin. Ja, hab den Boss hier unten Upgrade, weg. Nice. Drei Cores. Sollen wir zum Boss gehen? Ne, du bräuchst ja immer nochmal Reparatur. Jetzt, yep, dann gehe ich nochmal reparieren und dann. Dann Dings, drop deine Kerne und gib sie mir, ich geb sie ab. Yep, wie droppe ich die denn? D. D. Ach, ist eh wurscht. Sehr schön. Aber wir haben eh gewonnen, nevermind. Naja, einen Punkt können sie noch hochladen. Definitiv, der lädt noch zu Ende hoch und das krasse. Ah, okay. Das Beschissene ist, wenn sie tatsächlich. Ich glaube, wenn sie nahtlos hochladen, dann dürfen sie auch nochmal einen hochladen. Nein, okay. Okay, sie dürfen nur noch einen letzten. Okay, gut, dann haben wir jetzt damit quasi gewonnen. Yay! So, dann schauen wir mal. Tombola haben jetzt 4 Leute teilgenommen. Ich glaube, das ist okay. Genau. Meine Charaktere haben auch jeweils nochmal ein Level Up gehabt. Loadout. Ja genau, jetzt kann ich mal, du hattest hier deine, diese eine Summoner, die da irgendwie... Ja, die ist eigentlich echt gut, die macht richtig Spaß zu spielen sogar. Okay. Ja, ich bin tatsächlich gerade sehr langweilig mit irgendwie Tank und zwei Gunner. Das ist tatsächlich so der Standard, den viele verwenden. Und krass, aber dein Gunner hat ziemlich viele Kills gehabt tatsächlich. Du hast 6 Kills gehabt, ich habe nur 3 Kills gehabt. Der eine KI-Gegner hatte aber 0 Kills und der andere dafür 3. Ja. Na gut. Aber doch, ich muss zugeben, so ist es schon witzig. Vor allem tatsächlich sehr viel einfacher als gegen tatsächlich echte Spieler. Mal ein bisschen lernen. So. Dann, cool, jetzt haben wir hier irgendwie nochmal Stuff bekommen und mehr Stuff bekommen und so. Vielen Dank für den Host, alte Huke. Und dann trinke ich jetzt mal ein Schluck Wasser, weil ich merke, dass meine Stimme ist total furchtbar.
So. Genau. Also, wer jetzt noch an der Tombola teilnehmen will, jetzt ist der letzte Moment. Gibt ein irgendwie Ausrufezeichen Tickets und dann halt die Anzahl, wie viele Tickets ihr wollt. 1 bis 3 ist möglich. Ticket kostet 10 Experimente. Wenn ihr followt, kriegt ihr 10 Experimente direkt mal so aufs Konto drauf gegeben. Hint, hint, falls also irgendwer noch ein Ticket haben will und noch keine Experimente hat, schnell mir einfach folgen. Hust, hust, ist total gar keine Schleichwerbung oder so. Alles gut, genau so macht man das. Genau. Du machst das schon richtig, sehr, sehr gut. Genau, und genau. Und dann, genau, zu verlosen ist nämlich hier ein Key für Dropzone, die Squad Edition. Ich glaube, das ist dieselbe, die ich auch habe. Das heißt, dann kann man hier wunderbar eben Dropzone spielen. Und hier in diesem Bildmenü hat man halt irgendwie gefühlt auch alle Helden. Man kann, für die 5. Klasse, die dann bald noch rauskommt, gibt es dann auch die 3 Helden direkt mal auf die Hand. Es gibt ja jetzt aktuell Tanks, Summoner, Mechanic, Gunner und das war's. Genau, und da wird wohl noch eine 5. Klasse dazukommen, die, von der ich keine Ahnung habe. Bin mal gespannt. Und ja, vielleicht sollte ich irgendwann auch irgendeinen Summoner dazu nehmen. Die sehen ziemlich interessant aus. Du siehst auch, dass die alle verschiedene Traits haben, ne? Ja. Okay. Du meinst da rechts so? Du, das ist total... Wenn du da jetzt 20 Sekunden bleibst, dann wahrscheinlich ja. Also da, wo Trades steht, die können alle verschiedene Sachen. Wenn du dann bei zum Beispiel bei Plutus jetzt guckst, steht da Special Move, bla bla bla, und dann unten drunter sind Ach Trades. So, das... Allies near Plutus gain bonus armor while they are holding a core. Yep. General Vex, using an ability reduces all of General Vex's in-progress cooldowns. Okay. Und Pandora gains bonus HP regeneration and weapons damage when there are no allied rigs nearby. Achso, ja, stimmt ja, das war auch diese witzige. Genau, deine Pandora setzt du dann vermutlich ganz falsch ein, weil du lässt sie in meinem Team rumlaufen. Und die sollte am besten alleine rumrennen. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Deswegen bin ich am überlegen, ob ich den Summoner wechsle. Weil das sinnvoller ist. Also alleine habe ich halt eigentlich keinen Bock drauf. Weil es dann doch ein bisschen arg viel ja, richtig. Micromanagement ist. Yep. Und dann eher so ein General Vex oder so, weiß ich noch nicht so ganz. Ja. Oder vielleicht Plutus. Ja, also ich hätte auch Plutus vielleicht mal überlegt, also einen meiner Gunner da auszutauschen. Eigentlich sollte ich einfach mal so Squad wechseln. Oder ich hole mir einen Mechanic. Die heilen. Ist auch praktisch. Ich muss zugeben, ich habe das Heilen nie eingesetzt. Ich habe auch mal manchmal mit Mechanic gespielt, aber der Heil, der ist immer so, ja, Gefühl kann nix. Aber Hicks, so. Aber gut, dann schreiten wir doch jetzt mal hier zur Auslosung, wer das jetzt gewonnen hat. Ich glaube, ich habe jetzt tatsächlich lange genug rumgeschwafelt, um Leuten noch irgendwie Möglichkeit zu geben, genau, hier dran teilzunehmen. Gut. Können natürlich auch selber dran teilnehmen und dann schauen, ob ich es dann nochmal verlosen kann, quasi. So, jetzt vermute ich mit Close Raffle schließe ich die Raffle. Und dann okay, und wurde schon im Chat erwähnt. So, the winner of this ticket raffle is Dorado. Ist Dorado denn da? Yay, Dorado ist da. Und dann kriegt Dorado auch den Key. Schön. Warte, dann gehe ich hier kurz mal in mein Postfach und schicke dir dann mal eben den Key rüber. Ach, die Captain Black Tea ist hier auch noch da. Das dachte ich die ganze Zeit, dass die nicht mehr da ist. Captain Black Tea,